Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Shoes und einer neuen Folge Creativerse. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Yes, Sir. Ich habe den ersten Baum schon mal weggemacht. Der zweite ist auch gerade dran. Das machen wir jetzt gleich noch fertig. Ich habe hier halt eher ein bisschen gesprengt. Habe ich mir hergestellt. Habe ich mal ein bisschen geopfert. Das Material. Einfach damit es schneller geht, weil mit der Hand. Der Handschuh ist zwar jetzt schon lumit. Aber der Rest, der lässt noch. Also die Geschwindigkeit lässt trotzdem noch auf sich warten, denn ja, wir sind halt nur durchgehend, ach, was sag ich denn, Lumit halt, als ob, Obsidian. Wir sind halt, ja, Lumit-Handschuh gewöhnt. Egal. Intro und dann können wir ja mal gucken, was wir hier so gestalten. Bleibt dran. Also wie gesagt, hier müssen wir uns jetzt mal langsam aber sicher um den Bau kümmern. Da ich so ein paar Sachen im Kopf. Natürlich brauche ich standardmäßig meine weißen Steinchen. Die haben wir noch gar nicht freigespielt, kann das sein? So, hier erstmal das hier so. Ja, wo sind sie denn? Die Juten. Ach nö, der will echt erst das hier haben. Stocked Stonewall. Mann. Muss das sein? Also ich werde den sowieso nutzen, aber. Decket. Da, Wood Wall. Verschwendung. So, damit haben wir die Limestone-Sachen. Genau. Dich hole ich mir mal rüber. Dich hole ich mir mal rüber. Da haben wir das schon mal. Ja, wir lassen die mal erstmal hier alle so ein bisschen aufleben. Obsidian-Schwert. Da müssen wir natürlich ein paar Miros erstmal für killen. So. Der Rest ist ja fest. Okay. Wie gesagt, ich will mit diesen Sachen hier arbeiten. Sowie ein bisschen natürlich Stonewood. Also die brauchen wir natürlich auch noch. Die Frage sind, wo sind die denn? Woodfloor. Ein paar Platten. So, damit wir hier mal so einen groben Anfang haben, vor allem eine grobe Mitte, die ist erstmal fatal. Die machen wir jetzt mit Augenmaß, scheiß drauf. Für den Anfang brauchen wir halt eine Mitte. Ich sag jetzt mal, hier ist die Mitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Haben wir hier auf alle Fälle. Ja,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30. Ja, passt, das könnte die Mitte sein. Damit können wir arbeiten. Lassen wir die mal so im Raum stehen. Den Pünüppel. So, der will, dass wir den machen, um den anderen freizuspielen. So. Okidoki. Das war das ganze Material hier raus. Das bisschen Kohle, was wir haben. Lassen wir natürlich. Wir brauchen auf jeden Fall hier. Wichtig. Durch echt mal ein bisschen Platz lassen. Brauche ja auch kein Schwein. Zack, weg damit. So. Brauchen wir Roads, haben wir. Slips brauchen wir dazu. Alles hier mal so grob ein bisschen vorbereiten, damit wir hier anfangen können. Sieht doch schon mal gut aus. Die überflüssigen Sachen halt, wie gesagt, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Oder lassen wir den? Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Frage ist, baue ich mit Stein oder baue ich ohne Stein? Also mit schwarzen Stein. Ich baue aber, glaube ich, ohne schwarze Stein. Versuch mal mit den drei Dingern nur auszukommen. Doch, der fehlt noch. Der Kleister. Sudele. Okay, versuchen wir mal hier meine Mitte zu kredenzen. Ich mal hier so an. Okay, das war die Höhe, die ich wollte, ne? Ja, passt. Schwierig, schwierig. Ich nehme den doch noch mal zur Hilfe. Na, hier mal direkt mal schon mal was Gutes einzufärchen. Die Frage ist halt, wie breit machen wir das ganze Ding? So, dann hier mal weiß. Hier mal weiß. Ein bisschen Farbe wäre halt auch nicht schlecht zwischendrin. Das ist ganz schön teuer. Oh, den können wir machen. Blaue Farbe. Hm? Da. Kriegen wir auch noch zusammen. Können wir hier mal ein bisschen das Zeug rausfischen. Nur zum Gucken. Nee, nicht mit Holz. Bloß nicht mit Holz.
Nur mal so für den Anfang halt, ne? Für den Anfang ist gut. So. Machen wir hier den. Nach dem Motto. So. Das ist die Frage aller Fragen. Ich glaube, überlasse ich das hier weg. Mach hier lieber nur die Platten. Lassen wir das Lumit quasi noch erstmal, Lumit, Limestone erstmal noch ein bisschen offen. Könnte man ja auch machen. Und die würde dann so dann irgendwie kommen. Probier erstmal. Bisschen was aus. Ich baue viel zu tief, fällt mir gerade mal auf, ne? Und Scheiß. Egal, lassen wir mal. Ah, nee, will ich nicht. Muss wieder bauen. Sup. Für den Anfang. Direkt hier in die Vollen gehen. Mit irgendwelchen Verwinkelungen und schieß mich tot. So. Schön ist, ich habe ja echt Material da gerade, wo wir hier mal mit starten können. So. Das gute Material. Zack. Verschwendung geht hier mal gar nicht. So. Dann kommt hier jetzt das dran. Das dran. 2, 3. 1, 2, 3. So, in dem Dreh soll das gehen. Jetzt fehlt mir noch das Blaue. Ach, guck mal, einer geht noch. Aber ich habe keinen mehr, weil ich die viel Sprengung rausgehauen habe. Bisschen Luxus hier reinbringen. So. Das hier nochmal weg. Fl
Flagge weg. Flagge sei schon. Lampe weg. So, damit wir das alles mal auf einer Ebene haben. Was da drunter ist, ist erstmal wurscht. So. Schlecht finde ich es jetzt erstmal so nicht. Geh mal kurz zu Bett. Auch wenn die Folge eigentlich... Nö, wir haben ja noch Zeit. Hallo, hast du spät am Tag angefangen? So. So, wie gesagt, das soll man ja auf die ganze Länge sehen. Ich glaube, dann könnte das echt cool werden. Von. So. So. Und dann auch wieder der. So, als Eingangsbereich. Nein, natürlich noch nicht ganz, denn es fehlt ja sicherlich noch. Hier die Seitenteile fehlen, ja? Die kommen ja auch noch dazu. Hier auf jeden Fall noch mehr Slips. Die Frage ist, wie machen wir die? Das ist erstmal so. Die Mitte nur leer. Erstmal hier diesen Bereich so gut wie möglich hinzubekommen. So, ja, das ganze Ding ziehen wir jetzt einfach mal nach vorne. Ja, wird halt, wie gesagt, ein großes Projekt auf alle Fälle. Das fangen wir halt dementsprechend gleich richtig an als unser Haus. Warum soll ich hier mit dem Dorf anfangen oder so? Mit einer einzelnen Hütte. Ist ja auch nicht das Wahre vom Ei, deswegen können wir direkt mal so durchstarten. Finde ich, kann man machen. Ja, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall mehr blaue Farbe. Die können wir schon mal holen und damit kommen wir auch nicht so weit. Ich habe ja Gott sei Dank noch ein bisschen hier. Was ich mir erstmal so leihen kann.
mal lange nicht gehabt. Wenn ich mir allein jetzt schon so angucke, es sieht nach einem krassen Muster aus. Könnte ich, wenn dann noch die richtige Umrandung da ist, dann passt das. So, 2, 3. Nehmen wir uns mal die beiden hier nebeneinander. So, 1, 2, 3. Mal das mal hier so. Bitte, bevor wir hier erstmal die Pflanzen rein. Die Pflanzen. Die brauchen ja so ewig in 3 Tage. Der schmale Bereich ist der, okay. Dann fahren, dass wir hier mit einem Punkt aufhören können. Zup. Ich hoffe ja, wie gesagt, dass wir im Laufe des Baus halt die anderen Materialien kriegen, um uns halt auch bessere Rüstung zu holen. Ist mir auch natürlich ein Anliegen, dass wir da ein bisschen zügiger vorwärts kommen. Abzustürzen. Hopp. So, und da haben wir schon mal die ersten ordentlichen Steine verlegt. Auf alle Fälle. Ah, ich habe ja gar keine Glibber. Natürlich doof. Ja, nee, komm, dann machen wir hier Feierabend. Wir haben schon mal ein gutes Stück geschafft, finde ich. Sieht auch schon mal gar nicht so schlecht aus. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr nächste Folge wieder einschaltet. Bis dann habe ich vielleicht auch wieder ein bisschen Glibber zusammen. Ich sage danke fürs Zusehen. Bis dahin und tschüss.